Meine Aufnahme läuft. Meine Aufnahme läuft. Kurze Frage, Lukas, läuft deine Aufnahme? Meine Aufnahme läuft. Ich fange an. Ich starte meine Facecam. Meine Aufnahme läuft. Ja, meine läuft dann auch. Meine läuft ja, auch. Meine läuft. Okay. Ja, Leute, was geht ab? Euer Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute mit keinem geringeren als dem Immobilienhai, dem Immobilienmillionär, dem YouTube-Milliardär und der wohl schönsten Person der Welt, WiFi.de. Und heute auch als Gast noch Revi dabei, was geht? Sau funny, Alter, du hast ein Einfamilienhaus, ich spucke auf dich. Sorry, Digga. Der soll nochmal einer sagen, der ist nicht abgehoben. Ist er nicht. Auf jeden Fall, Leute. Ich bin bodenständig. Ich bin bodenständig wie auf dem Boden ständig. Der Boden meiner Immobilien. Auf jeden Fall, Leute. Ihr seht es im Titel. Wir spielen heute nochmal, wenn ich du wäre. Und ich brauche eigentlich nichts erklärt. Ihr wisst genau, wie es abläuft. Deswegen schallert jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, Leute. Schreibt mir, wenn ich du wäre, Aufgaben in die Kommentare, damit wir Revi so richtig auseinandernehmen können in den nächsten Folgen. Und ich würde sagen, wir starten rein. Machen wir mal bereit. Zocken wir mal eine Runde du, Digga. Und gibt Revi? Jetzt Autos in Fortnite, ne? Ja. Perfekt, das ist wahrscheinlich ein halbes Jahr mal wieder nicht gesehen. hau mal die erste Aufgabe raus, komm. Gib mir mal. Lukas? Ja. Du hast doch so einen großen Fan, ne? So einen Riesenfan, sag ich mal, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast dir eben in die Gruppe geschickt, dass sich da so jemand dein Bild tätowiert hat, ne? Ja, nicht nur meins, Digga, auch Standard. Ja, auch das Verstand und Monster, genau. Ja. Gut, ist an der Stelle erstmal, dass hier das Gesicht geblurrt ist bei dir, beziehungsweise wir gehen nach Pleasant Park, dass man da auf jeden Fall nicht sieht. Ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz mal in die Kommentare schreiben, wie geil du das findest und dass du den vielleicht dazu animierst, dass er sich noch eins macht. Hä, was soll ich reinschreiben? Schreib in die Kommentare, Bro, geiles Tattoo, ich fänd's sau cool, wenn du dir noch eins machst, nur mit meinem Gesicht. Das wirkt voll behindert. Richtig. Genauso, ey, nein! Wie du bist. Klar, Digga, das hey. Das Ding ist, Leute, jemand hat sich auf Real Talk einfach mein Gesicht tätowieren lassen. Wie alt ist der, weißt du das? Ehrenmann, Digga. Ich habe keine Ahnung, wie alt der ist, aber... Digga. Ich habe markiert, wo wir landen, ne? Ja, wer kann das schon sagen, dass sein Gesicht tätowiert ist bei einem, Digga, der meine Videos feiert? Ich schwöre. Gänsehaut-Moment. Wenn der das hier sieht, Kuss geht raus, Bruder. Er hat sich auch das Gesicht von Stani und von Mont noch tätowieren lassen. Was soll ich jetzt genau schreiben? Dass du es cool findest und dass du der Meinung bist, sie sollte sich eins machen, nur mit deinem Gesicht drauf. Okay, warte. So, ihr seht es jetzt eingeblendet. Das wirkt so cringe, Digga. Was soll ich schreiben? Mega geil. Macht ihr dort noch eins oder was? Macht mega geil. Jetzt mach eins ohne die anderen hässlichen. Ich bin stuck. Hallo? Jetzt mach noch eins, please. Ohne die anderen hässlichen. Was sagst du? Ich hab's geschrieben, mega geil, jetzt mal noch eins, please, ohne die anderen hässlichen. Ja. Und ich hab's gepostet, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr seht's im Hintergrund, so sieht das Ganze aus, Leute. Digga. Hier liegt ein Shotgun für dich. Ja, chill mal. Ich genieß gerade das Tattoo, Digga. So, bin wieder da. Mein Spiel hängt sich die ganze Zeit auf. Es leckt voll, ne? Ja, ich hab gerade die ganze Zeit Freeze Frames. Jetzt das bei Game. Bei mir auch, bei mir auch. Hallo? Ey, hier ist Gegner! Revi! Mein ganzer PC hängt. Hallo? Hab ihn. Lukas? Ja? Ich hab komplettes Standbild, mein ganzer Rechner ist kaputt. Hallo? Ja, dann. Warte, ich mach dir ein Video. Kurzer Cut, Digga. Ja, Leute, Revis PC ist gerade abgeschmiert. Zum dritten Mal oder so jetzt inzwischen schon. Ja. Statement, Digga. Nee. Schade. Nee. Auf jeden Fall, Leute, weiter geht's. Ich bin jetzt gerade meine Aufgabe. Und Revi, das hat mir jetzt ein Zuschauer geschrieben, wenn ich du wäre. Musst du einfach im nächsten Stream, wann streamst du das nächste Mal? Boah, Sonntag oder so, glaube ich. Ja, im nächsten Stream einfach mal 2 Minuten lang einfach nicht reden. Einfach, du startest deinen Stream, du guckst in die Kamera und alle Zuschauer denken sich, Bruder, was geht jetzt ab? Ich glaube, das ist sogar angenehmer zum Schauen tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, das auf jeden Fall, Digga, wenn man deine hässliche Stimme nicht hört. Ach, hör mal gut. Auf jetzt wirklich, das ist ein bisschen dreist. Ja, machen wir. So, gut, Aufgabe Lukas. Steht. Du musst es aber auch machen, ne? Du hast doch ein Fahrrad, ne? Ich hab echt kein Fahrrad. Du hast kein Fahrrad, sagst du? Ich hab einen Quad und Inliner. Hast einen Quad. Oh, du hast einen Quad. Ja. Das ist noch besser als ein Fahrrad. Hat das Quad eine Hupe? Ja. Okay. Ist Lukas, aber illegal, in Ortschaften einfach so zu hupen. Ich wollte es nur anmerken, Digga. Ja, das weiß ich. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz innerhalb der Ortschaft, ne? Wo du jetzt wohnst oder in der Ortschaft deiner Wahl, wo auf jeden Fall Leute sind, ja? Ja. Kurz mal in Badehose nur auf dem Quad fahren und die ganze Zeit hupen. Digga, ich bin übergewichtig.
Immer noch? Ja, immer noch. Komm, wir gehen noch Retail Row. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es immer noch der Fall ist. Digga, fuck mich nicht ab, Mann. Warum fuck ich dich denn ab? Warum oberkörperfrei? Hä, hey, weil du ein geiler Typ bist, Alter. Nein. Bisschen Quad fahren, Digga. Ey, Junge. Junge. Ist doch geil. Du bist so ein Stück Scheiße, Digga. Nein, bin ich wirklich nicht. Oh, warum nehme ich diesen blöden Scheiß auf? Du musst ja auch auf. Nicht schnell fahren. Fahr schon langsam. Ah. Es ändert doch nichts dran, dass ich Oberkörper... Egal, Leute. Du hast ja, Clip ab. Den Helm an. Ja, Clip ab. Was? Das kannst du da gar nicht sagen, ne? Nee, hast du nicht gemacht. Ich schwör's dir. Stell dir mal vor, du kommst dafür ins Gefängnis wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, weil ich so geil bin, Digga. Nee, wahrscheinlich, also das wäre Erregung öffentlicher Erregung, aber das wird nicht passieren. Erregung öffentlicher Erregung. Hätten wir das ja auch geklärt. Das heißt so, das heißt so. So, ja. Revi, wenn ich du wäre, ruf mal. Oh, wen kannst du anrufen? Ruf mal deine Mutter an und stöhn einfach die ganze Zeit am Telefon. Täuschen Orgasmus vor. Bro, ich habe lang keinen Orgasmus mehr gehabt. Ich lebe ja, als, das glaube ich dir, aber. Ich lebe als Mönch. Ich werde sterben, Digga. Du Ach, musst Bro, mir helfen. Warte, ja, Moment. Soll ich Jump-Hat nutzen oder nicht? Hallo, soll ich Jump-Hatten? Hallo? Wo ist er denn? Ich Jump-Hatte. Ja. Wo ist der? Irgendwo hier bei mir. Ich heile mich. Er war unter mir. Ich habe halt nur eine Pistole, Digga. Er ist am Dach, er ist am Dach. Hat auf jeden Fall gute Hits von mir bekommen. Ich hab keine Metz, ich hab keine Metz. Ist Hitbreak? Ey, ich bin so lost. Er hat einen 28er, Digga, der muss One-Shot sein. Es ist low, er will mich. Wo ist er, Ich seh ihn nicht. Hier bei mir. Ist low, Ist komplett. Digga. Er war nicht low, Junge, ich hab ihm noch nicht gegeben! Okay, krass, weil eigentlich, also der hat 3 AP, ich weiß nicht, was du willst. Alter, diese scheiß Pistole, ne? Naja, Lukas, schlecht gespielt. Egal, also ich hab den meisten Schaden gemacht. Bereit machen. Ja, weiter! Oh. Weiter! Oh. Ja! Ja! Ich hab aufgelegt. Ja, perfekt. Deine Mama! Ich hab jemanden neben mir sitzen! Ja, Digga. Die ist am Autofahren, Digga, ihre das Freundin dabei. Das ist unangenehm, Alter. Aber Lukas. Aber auf. Mit dem Quad rumfahren ist nicht unangenehm, oder was? Ich mach's aber jetzt noch unangenehmer, Lukas. Ist das geil. Möchtest du nicht nochmal mit deiner Oma telefonieren? Nein. Wenn ich nein! Wäre, nicht! Rufst du mal ganz kurz deine nicht. Oma an und fragst, wie man mit Erektionsbeschwerden umgeht, Allo. Deine Oma kennt da sicherlich ein paar alte Digga, Hausmittel. Ich dachte gerade, ich soll bei meiner Oma stöhnen. Oh mein Gott. Sag sie einfach mal, du und die Alina und du haben ein Problem und dein Bruder ist immer Schlaffi. Nein, Digga, das ist meine Oma, die ist 90, Digga. Schlaffi musst du sagen, dann ruf deine Schwester an und frag die. Es ist immer du kannst dir sagen, guck mal, wie heißt deine Schwester nochmal? Alina, Antonia. Seine Freundin. Antonia. Antonia, du weißt ja noch, als wir damals immer zusammen, da hatte ich ja auch immer das Problem. So Junge, halt deine Fresse, so Junge. Du Muck mal Eifel nicht. Eifel live. Okay, dann ruft Tim von Gewitter im Kopf an und fragt den ernsthaft danach. So ganz ernsthaft, ob dem was auch schon mal passiert ist. Jo, was geht? Boah, ich bin gerade am Umräumen, Alter, wegen meinem Umzug. Ach, bei krass. Dir? Boah, nicht viel. Ich bin gerade ein bisschen am Zocken. Ey, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar irgendwie so in letzter Zeit, also ich weiß nicht ganz, mit wem ich drüber reden soll, aber ich und Alina, also ich habe irgendwie übel die Erektionsprobleme. Ach, du nimmst schon wieder mit Sebastian. Digga, es war nee, so schlecht ist, gemacht, Alter, es war das Ding so ist, schlecht, bei mir du ist immer schlappi so, weißt du? Hattest du das auch schon mal? Das überrascht mich halt jetzt nicht, dass du das sagst. Du. Sag, dass du einen kleinen Schwanz hast. Ich habe halt einfach einen ultra kleinen, Digga, das ist ja das Problem an der Sache. Und der stinkt. Und der stinkt immer. Öfters ja. auch. Ja, ich kann mich halt nicht so richtig da reinversetzen. Nicht? Nee, nicht wirklich. Aber, wenn du willst. Ja. Kann ich dir mal eine Nummer von einem guten Arzt geben? Ja, das wäre vielleicht. Sag, woher die Nummer vom Arzt hat, wenn er doch nie ein Problem hat. Woher hast du denn die Nummer von dem Arzt, wenn du noch nie ein Problem hattest? Bruder, ich hab mich gerade komplett selber gedisst. Oh Mann, Junge, wie du einfach beim ersten Satz direkt gerafft hast, dass du ja auch. Ja, Bro, du hast so schlecht gemacht, Junge, holy shit, Alter. Wenn du mich mit so einer Scheiße anrufst,
Ja, Alter. Guck mal, und hätte ich es professioneller rübergebracht, hättest du es trotzdem nicht geglaubt, oder? Weil du hast angerufen, hey Tim, wie geht's dir? Ich hab Probleme mit über mir, bei mir? Eigentlich normale Anrufe. Gegner bei mir? Ja. So rufe ich dich auch immer an. Ja, Ehre, Digga. Okay, ich muss mal kurz Revi hier retten, sonst stirbt er. Ja, aber danke, ja, ne? Viel Erfolg. Danke, hau rein. Ciao, ciao. What? What the fuck? Bist du dumm? Du bist der dümmste Spieler der Welt, wirklich. Ich hab ein Telefon vor mir. Ich kann mich nicht konzentrieren, Digga. Ach, Junge, Junge, Junge. Ey, das war so peinlich. Ja, Bro. Ich hab übrigens voll die Erektion. Ja, wie soll ich das sagen, also, Digga? Wie soll man das angehen, dieses Thema? Ey, guck mal, das Ding ist, Bro, ich weiß nicht so. Wir sind ja jetzt so mittlerweile so richtig gut miteinander, so, dass du halt ein bisschen vorsichtiger gehst. Holy fuck, kein Mensch geht hin und sagt, oh, ich hab Erektion schon, du dummer Alter. So peinlich von dir. Aber, hört ihr das? Aufgabe erfüllt, Digga. Da würde ich sagen, geht's weiter, Revi. Was? Jetzt auf die ganzen Bad Vibes. Singen wir doch mal ein nettes Lied über mich, ohne Beleidigungen und so 30 Sekunden lang. Tipp. Junge, was? Ach, Digga, das sind die schlimmsten Aufgaben für mich, das weißt du, ne? Bitte. Du bist wunderschön und gut aussehend. Ich mag dich und schätze dich als Freund sehr. Lukas, du bist der einzig wahre und beste YouTuber und Fortnite-Spieler. Und deine Eltern lieben dich ganz besonders sehr. Lukas, für mich bist du eine Inspiration, wenn es darum geht, jemand Besseres zu sein. Du bist ein fettes Stück Scheiße. Hey, du hast die Aufgaben verkackt. Ich hab extra geguckt, wie lang 30 Sekunden sind. Du hopp. Das waren nicht 30 Sekunden. Wenn du es drauf anlegst, blende ich jetzt einen Timer ein, Digga. Revi, daraufhin erstmal ein bisschen am Fuß lecken. Wenn ich du wäre, leck dir am Fuß. Nackten Fuß. Schön schwitzig bei 30 Grad, Digga. Bro, ich hab keinen Fuß. Ah, stimmt. Nee, du hast aber. Ey, Sniper-Munition, schnell. Du hast aber nur 4-10. Sniper-Munition, das war Bibi. Los, leck dir jetzt seinen Fuß. Warte, lass hier vorne noch die. Hier, erstmal anzünden, komm. Ja, zünd die an. Ich brenn! Seit wann kann man brennen? Hallo, zünd die an. Aua, ich brenn. Bro, was machst du? Ich schieß die da, wo ich markiert hab. Ja, es brennt, die hauen ab. Ich pack hier fest, Digga. Moin, Shield Digga. Shield break. Ich hab keine Meds. Ja, RIP, Digga. Ich kann hier nur sterben. Hab ihn. Nein. Schade, Mann. Was soll ich sagen? Da hätte ich mir jetzt auf jeden Fall gewünscht, dass ich jetzt hier was abbekomme. Aber na gut. So. Ja, let's go, der Hase, Digga. Da vorne war noch ein Gegner irgendwo. Im Sommer. Lecker, bäh. Digga, lecker. Geil, Digga, geil. Ich bin ja dran, ne? Gehst du eigentlich noch regelmäßig zum Sport oder sowas? Ich gehe noch zum Boxen, ja. Okay, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich... Kannst du mal bitte was machen, wo ich nicht für durch Deutschland fahren muss oder Familie blamieren muss oder vielleicht mal deine Familie blamiert sich, weil sie mit dir verwandt ist. pass auf, Lukas, wenn ich du wäre, ja. Würde ich sagen... Gehen wir doch mal hin und beim Sport schwitzt man ja, ne? Ja. Sag ich mal. Ich trinke nicht mal Schweiß oder so. Nee, das will ich auch. Das würde ich ja nicht erwarten von dir. Das wäre natürlich eklig. Kann man ja eigentlich runterspringen ohne Schaden, ja, ne? Ja. Nee, kann man wirklich. Warum willst du da runter? Hä, unnötig, da ist doch keiner mehr. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen looten, ein bisschen Munition holen, dies, das. Pass auf, du hast ja dann diese schwitzige Unterhose, ne? Ja. Und Lukas, wenn ich du wäre, würde ich die einfach mal auf entspannt, da wo sich dein Genital befindet, ne? Schön anziehen und einfach dann mal ein bisschen dadurch inhalieren, ne? Also vielleicht kannst du damit sogar, weil man soll ja Masken momentan tragen, damit einkaufen gehen. Ich gehe nicht um meine Unterhose auf den Kopf einkaufen, Digga, Revi. Ansonsten würde ich einfach sagen, dass du deine verschwitzte Unterhose im Gesicht einfach mal für, ja, mindestens für 20 Minuten trägst, okay? Ey, ich kotze. Ich bin so ein Mensch, ich kotze so schnell davon, Digga. Bitte, übertreib es nicht, Digga. Ja. Junge, ich schwöre es dir, ne? Boah, ich fahr's erstmal vorne mit dem Auto. Ja, mega. Leute, schreibt mir. Vor uns eine Runde. Ey, bei mir ist Gegner! Lol, ich hab ihn tot. Er ist bei mir! Wo kam er denn her? Warte, ich komme mit dem Auto. Miep, miep.
So ein Idiot. Wo ist denn der? Soll ich den Tod? Ich hab einen Kill! Ich hab einen Kill! Er ist verreckt! Digga, wie geil! Revi! Hör mal auf! Take doch seine Wall! Ey, Digga, das ist... Oh! Ich hab noch nie gesehen, dass ein Spieler so schlecht ist! Der hat dich gefickt! Der hat dich komplett gefickt! Der hat dich vorgeführt! Aus, das war's mit der Auf... Was machen die hier? Was machen die hier? Das war's! Video vorbei, ich mach Kamera aus. Kein Bock mehr. Er hat sein Mate was drum gebracht. Was machst du? Wie schlecht hast du gerade gespielt? Junge Revi, ich spiel nicht mehr so viel Fortnite. Chill mal ein bisschen. Aber Leute, ich würde mal sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video, Digga. Ich habe keine Ahnung, was die im Hintergrund machen, aber ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, wenn ich du wäre, Aufgabe in die Kommentare und schaut gerne bei Revi vorbei. Willst du auch noch was sagen? Nein. Besser ist das. Haut rein, Leute, und Peace.